Was sagst du dazu? Kennst du das, dass Unternehmer ihre Verantwortlichkeit an dieser Stelle manchmal versuchen zu delegieren, weil der Blick nach vorne eben nicht in der Klarheit endet? Ja, das Problem dabei ist, ich glaube, das kennt jeder, der als Führungskraft irgendwo im Unternehmen tätig ist. Das sind keine Aktionen, das ist Aktionismus. Ja, und man Genau. merkt, man kommt an ein Ende, wo man nicht weiterkommt. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Fahrschule, beim Autofahren. Ja, dieses vorausschauende Fahren, was wir an der Fahrschule alle lernen und trotzdem, wenn du auf deutschen Autobahnen unterwegs bist, die wenigsten machen es. Und das ist oder übertragen aufs Unternehmertum genau das Gleiche. Theoretisch weiß das jeder. Also alles, was heute auf meinem Newsletter steht, ist ja nichts Neues. Man braucht auch nichts Neues. Alles, was wir wissen, ist ja schon da. Auch wenn manchmal so getan wird von Marketing-Gurus, ich habe jetzt irgendwie die neueste Idee und neuesten Hack, habe ich alles schon gemacht. Alles. Gibt nichts, was Alles Neues. aufgebracht. Und sie halten sich aber nicht dran. Und dann kommen sie auf einmal an den Punkt, wo sie sagen, ich muss jetzt aber weiter, ich komme nicht weiter, dann hole ich mir jemanden, mach mal eben. Und dieses mach mal eben ist ja auch Strategie und planlos. Weil wenn es heißt, such mal neue Märkte, da musst du natürlich ganz genau briefen, was möchten wir dann dort erreichen in diesen Märkten? Was sind die Produkte, die wir in den Märkten erreichen wollen? Welche Zielgruppen soll er dann suchen? Müssen wir nicht auch uns Stück weit ändern? Von den Produkten her, vom Auftreten her, von der Kommunikation her, von der Positionierung her. Also wenn ich nur Dinge ergreife, gerade in der Krise, wo ich sage, ich ändere operative Maßnahmen, das wird nicht ausreichen. Ich werde in der Krise auch strategische Maßnahmen ergreifen müssen.